Hier neben mir steht das Flaggschiff. Das ist die Bosch GTS 10XC. Die Maschine ist schon länger auf dem Markt, und man muss so um die 700 Euro für die Maschine hinlegen. Und bei dem Preis ist nicht mal das Gestell mit dabei. Aber die Maschine hat einfach wirklich überall eine Top-Verarbeitungsqualität und man kann einfach unglaublich präzise mit ihr arbeiten. Ich zeige euch jetzt mal den Arbeitstisch hier von der GTS 10. Der ist groß dimensioniert, unglaublich stabil, Aluminium-Druckguss mit einer schönen Oberfläche, einem integrierten Schiebeschlitten. Und eine ganz tolle Sache, die zeige ich euch jetzt, ist die Erweiterbarkeit von dem Tisch. Zum einen gibt es hier eine Ablage, die man einfach ausziehen kann. Das ist sehr praktisch bei langen Brettern. Dann kann ich die hier hinten ablegen und muss sie nicht wieder vorziehen. Und die Erweiterung hier in der Breite. Und da gibt es diesen Spannhebel. So ist er geschlossen, so offen. Ja, und dann ziehe ich einfach an der Seite das Ding in die gewünschte Position, arretiere es und fest ist es. Ein paar Worte zu dem Paralleleinschlag. Bei der GTS 10 ist der wirklich massiv ausgebaut und ein wirklich stabiles Teil. Der wird natürlich von beiden Seiten gespannt. Hier mit einem Hebel, der sogar eine gummierte Fläche hat. Total schön zu bedienen. Zack, zu. Das Ding ist fest, da wackelt nichts. Und er zieht sich auch noch wirklich von alleine in die parallele Stellung, wenn ich ihn festspanne. Schaut mal hier die Präzision an. Mit einem Finger kann ich das Ding hier über den Tisch gleiten lassen. Und die Skala, die vorhanden ist, lässt sich wunderbar ablesen und natürlich auch noch feinjustieren. Schauen wir mal zur anderen Seite rüber der Säge. Da verbirgt sich ein anderes Detail, was die Säge eben so besonders macht. Das ist der integrierte Schiebeschlitten. Super verarbeitet, kaum Spiel. Und damit kann ich natürlich einfach breitere Bretter verarbeiten. Bis zu 34,5 cm kann ich hier anlegen und bearbeiten. Auch schön gelöst ist die Arretierung. Hier unten ist einfach ein Hebel, den lege ich zurück. Und das Ding ist arretiert. Hier haben wir einen Winkelanschlag bei der Maschine, mit dem kann man wirklich sinnvoll arbeiten. Das ist ein total massives Teil. Hier ist alles aus Metall, Metallspritzguss oder Aluminium. Eine unglaublich lange Führung, eine schöne massive lange Anlagefläche. Die Einstellung ist ein richtig großdimensionierter Knopf. Man kann die Skala unglaublich schön ablesen. Alles massiv. Tolle Features sind auch noch hier die drei feststehenden Winkel. Und da habe ich hier so einen kleinen Riegel, den kann ich nach vorne schieben und dann habe ich immer wieder denselben Anschlag. Und wenn ich damit in Serie arbeite, dann habe ich einfach immer wieder dieselben Ergebnisse. Ein paar Worte zum Sägeblattschutz, auch der gefällt mir sehr gut. Er ist zweiteilig aufgebaut aus transparentem Kunststoff und hier in der Mitte, die ist praktisch immer frei. Damit habe ich einen sehr guten Blick auf meinen Schnitt. Wenn ich es mal brauche, kann ich die zwei Flügel in der oberen Position arretieren zum Ausmessen oder wenn ich wirklich einen Überblick über den gesamten Schnitt haben möchte. Sehr schön gelöst ist auch hier dieser Spannhebel. Einfach zack nach oben und ich kann das ganze Ding wegnehmen oder auch wieder ebenso leicht montieren. Schaut euch mal die Tischeinlage an. Die ist auch wirklich sehr massiv gebaut und hat eine ganz tolle Verarbeitungsqualität. Die wird einfach herausgehebelt. Und das Tolle an der Tischeinlage ist dieser offene Spalt. Das heißt, selbst mit montierten Sägeblattschutz kann ich die Tischeinlage einfach entfernen. Die lässt sich auch noch mit diesen vier Imbusschrauben in der Höhe justieren. Und hier seht ihr auch, wie massiv das ganze Ding gearbeitet ist. Jetzt sehen wir den Spaltkeil. Den Spaltkeil kann man werkzeuglos in zwei Positionen arretieren. Jetzt ist er in der unteren Position arretiert. In der Position lassen sich dann auch verdeckte Schnitte machen. Das Sägeblatt ist höher als der Spaltkeil. Hier werkzeuglos einfach diesen Hebel nach vorne ziehen und dann kann ich den Spaltkeil in die verschiedenen Positionen ziehen. Hebel nach unten. Fertig. Ein weiteres wirklich tolles Detail, wie ich finde, ist diese Spindelarretierung. Ja? Das erleichtert einfach meinen Sägeblattwechsel. Die ziehe ich nach oben, Sägeblatt blockiert und ich brauche nur einen Schlüssel, um die Schraube zu lösen. Ein paar Worte zum Motor von der GTS 10XC. Der hat einen unglaublich kraftvollen Motor mit 2100 Watt Stärke. Die kommt mit Sanftanlauf und einer Motorbremse und sogar natürlich Überlastungsschutz. Alle Einstellungsmöglichkeiten seht ihr hier, die lassen sich teilweise gut bedienen. Erstmal hier zur Höheneinstellung, die ist wirklich sehr leichtgängig. Da hakelt gar nichts, das kann ich sogar nur mit einem Finger machen, das ist wirklich leichtgängig.
Die Einstellung für den Winkelschnitt, die finde ich nicht ganz so ideal. Dann haben wir hier diesen Hebel, den muss man mit relativ viel Kraft lösen. Kann man sich gerne mal verletzen hier an dem anderen Hebel, wenn man das macht. Und dann schwingt die ganze Sägeeinheit hier so frei rum. Die muss ich dann einfach festhalten, mir den Winkel suchen und wieder festziehen. Das finde ich nicht ganz so ideal gelöst. Dafür hat die Säge die Funktion für Hinterschnitte. Das heißt, wie man sieht, hier ich kann 46, 47 Grad sägen und auf der anderen Seite ebenfalls minus 1 und minus 2 Grad sind da möglich. Standardmäßig wird die GTS mit einem relativ groben Sägeblatt ausgeliefert mit nur 24 Zähnen. Der Sägeblattdurchmesser beträgt 254 mm und damit schafft die Säge eine Schnitttiefe von 80 mm. Einen ganz normalen 90 Grad Schnitt durch eine Siebdruckplatte der Stärke 18 mm. Hier gibt es keine Ausrisse und ein absolut gerader Schnitt. Eine Eichenplatte mit 18 mm Durchmesser. Wir machen einen Querschnitt und man sieht, der Schnitt ist absolut gerade. Es gibt leichte Ausrisse unten bedingt durch das grobe Sägeblatt. Nächstes Material ist eine Buche-Arbeitsplatte, sehr hartes Holz, 40 mm Stärke. Es ist eine Top-Winkeltreue, leichte Ausrisse unten, keine schwarzen Stellen und keine Leistungsprobleme. Einen 45-Grad-Schnitt in eine Birke-Arbeitsplatte. 28 mm Stärke haben wir hier. Wir machen einen Längsschnitt zur Maserung. Der Schnitt ist sehr gerade. Leider sind leichte Radialspuren auf der Schnittfläche erkennbar. Hier haben wir eine Buche-Arbeitsplatte mit 27 mm Stärke. Wir machen einen 45-Grad-Gehrungsschnitt längs der Maserung. Tolle Winkeltreue, leichte Radialspuren auf der Schnittfläche. Was soll ich sagen? Die Säge hat einfach in allen Bereichen eine extrem hohe Verarbeitungsqualität und ist natürlich perfekt geeignet für den täglichen Gebrauch. Aber man zahlt dafür natürlich auch den relativ hohen Preis.